Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Und wir spielen jetzt Ada. Guckt sie euch an. Hey, ich bin vom FBI, aber Abendkleid geht immer. Und hochhackige Schuhe sowieso. Hallöchen. Brief an den Ladenbesitzer, Orientierungsbrief. Warum hat sie den Brief von ihm? Schmeck sie, Ada, schmeck sie. I like. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr, ne? Kann ich nochmal speichern gehen? Was ist denn da aus seiner Brust gekrochen? Das war aber vorher noch nicht. Da? Ich kann nicht drauf zielen. Hier, hör doch mal auf, ich will mir das angucken. Kann ich nochmal in den Speicherraum? Oh shit, der ist jetzt zu. Wie sie läuft? Ich wollte kurz sagen, wie so eine Disney-Prinzessin, aber... Guck mal, sie ist so... I'm too sexy for my skirt. Das ist so... Aber wenn sie dann rennt... Ich bin ein Rehkitz, ein Junges. Sieh meinen Schinken. Okay. Hier ist eine Treppe hoch. Aber hier unten müssen noch Sachen sein. Das ist so... Ich kann nicht aufhören zu singen, wenn ich ihren Hintern wackeln sehe. Okay, der geht nicht. Also muss ich die Leiter hoch. Alles klar. Ich regel das. Wenn er gemein zu mir ist, haue ich ihm einfach meinen Hacken ins Gesicht. Was ist das? EMF-Visualizer. Was? Benutzen Sie den Visualisierer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. Zielen und beim Zielen R2 halten, hacken. Okay. Zeit für die Spezialwaffe. Geht nicht? Habe ich jetzt gehackt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe vorhin nichts anders gemacht. Ich stehe bestimmt super sicher da unten. Natürlich. Nichts leichter als das. Aha. Müsste viel lauter klacken beim Laufen. Schaben, es macht mir nichts aus. Bläh, bläh.
Sie macht halt ihr eigenes persönliches kleines Feuerwerk, ne? Kein Problem. Vier Kugeln braucht dieser Unhold. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sag bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Ja, Last of Us, oh, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Große Liebe sogar. Ja, ich freue mich auch auf die Serie sehr, sehr doll. Unser Last of Us, die wird bestimmt ganz fabulös. Habe ich was übersehen? Nein. Ich kannte die Ada noch aus dem vierten Teil. Den habe ich aber nicht gespielt, sondern vor Jahren mal als Zuschauer genossen. Halber Game of Thrones Cast. Schon gehört, ja. Wird schon gut werden. Das ist das Ende. Wir müssen das Anfang finden. Das Anfang. Wir müssen das Anfang finden. Und meine deutsche Sprache vielleicht auch. Weiter nicht oben. Hua! Wir müssen das Anfang finden. Mann, es geht mir auf den Sack. Diese Kabelfinderei. Scheiße. Jetzt habe ich nur noch 3 Schuss. Ich muss dafür wahrscheinlich die Treppe hoch. Mensch, Mädel. Ist die Granate.
schön. Jetzt habe ich sie. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihnen lassen. Warte. Da ist eh eine Sackgasse. Ich gehe trotzdem mal kurz gucken. Okay. Warte mal, die Wand anschauen. Wände sind wichtig. Hartnäckiger Mistkerl, was? 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 Geht nicht auf diese! Ja. Bisschen spät, bisschen spät! Okay, der juckt. Den juckt das gar nicht. Kann ich an die vorbei? Nee, nee, andere Richtung. Das andere vorbei. Das juckt den halt gar nicht, ne? Wie soll ich denn dem hier entwischen? Shit. Oh, toll. Ach so. Jetzt bist du wenigstens auf der anderen Seite. Wir haben noch eine Chance, durch diese Tür zu entkommen. Geht die Tür hinter mir vielleicht wieder zu? Das wäre ein Traum. Jetzt haben wir wieder das Problem, wir stehen wieder auf der falschen Seite. Okay, antäuschen. Er muss zuhauen. Chakalaka. Keine Ahnung, was ich gerade aktiviert habe. Ich habe es einfach getan. Flintenweib, ich freue mich, dass du mal wieder reinschauen möchtest. Bis dann. Wir machen auch nicht mehr so lange. Diese Kabelsucherei. Ist hier noch irgendwas? Ich habe wertvolle Kugel für verschwenden, weil ich kein Messer habe. Der nächste Speicherpunkt ist meiner, Leute. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, ist so alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick darauf werfen. Yeah.
Aber ich habe doch schon was angeschaltet da hinten. Ich bin Messmer vielleicht nicht vollständig gemacht. Vielleicht war ich ein bisschen doof. Werde ich jetzt langsam bescheuert? Ich habe keine Ahnung. Das war es offensichtlich schon. Ist das Loot? Ist das Speichermaschine, Leute? Ich glaube, das ist unsere Maschine. Ich speichere mal ganz kurz, dann gucke ich mal schnell, was das ist. Das ID-Armband. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so richtig, was ich hier suche. Ich wollte das haben, aber... Wenn ich jetzt hier sterbe, machen wir an der Stelle Schluss. Oh, da unten. Schon, Ada. Zusammenreißen. Sterben jetzt qualvoll. Okay, das war zu langsam. Wow, wir sterben. Sie sind tot. Gucken, ob wir die Sequenz jetzt überspringen können. Kann ich das überspringen? Überspringen? Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Ich glaube, hier geht's los. Dann sterben Sie nicht allein. Thank you.
Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Das Miststück weiß, was sie tut. Mich macht fertig, dass wir so wenig Munition haben und außerdem so doll verletzt sind. Wie sie in den Stöckelschuhen laufen kann, weiß ich auch nicht. Aber das war ja schon immer Ada Wongs Ding. Okay, hier gibt es immer noch nichts zu entdecken. Dann gehen wir mal runter. Mit dem ID-Armband. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Ja, irgendwie gab es auch Nahkampf, soweit ich weiß, aber weiß ich nicht mehr. Wir gucken mal. Ist das Spiel gut zu hören, auch ohne Headset, oder soll ich das ein bisschen lauter machen? Das hier sieht ganz schön offen aus. Ich habe wieder die Qual der Wahl mit den Ausgängen. Okay, die sieht nicht so aus, als könnte ich da durch. Das ist sehr dunkel. Nee. Okay. So, ich wäre sehr verbunden für ein Kraut oder so. Oder zwei. Hier gibt es nichts, das wir finden. Nichts, das wir finden können. Stimmt, ich habe ja noch die Karte zum Gucken, ob wir was verpasst haben. Samurai, ich weiß, dass es für Kopfhörerspieler passt. Ich dachte eher an Leute, die... Schluss! Mit dem Katz-und-Maus-Spiel! Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für G. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Ich habe nur 19 Schuss. Gibt es jetzt einen Rollentausch? Ja. Yep. Aha. Leon, mein kleiner Schnuckiputz. Aufwachen. Ada. Ada. Verdammt. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Genau, ich habe die Waffe. Für die habe ich noch einiges an Muni. Für die Schotti habe ich nicht mehr so viel. Ich habe Heilung. Mein Messer ist fast kaputt. Blendgranate. Genau, das war die Geschichte mit dem, wir müssen immer wieder zurückrennen. Ada finden. Ada? Wo bist du? So war das, okay. Ich kann mich an die Wege nicht mehr so gut erinnern, deswegen muss ich gucken. Komm, durch die verschlossene Tür kommen wir nicht mehr, schätze ich mal. Von da sind wir, glaube ich, ursprünglich mal gekommen. Dann vielleicht mit dem Fahrstuhl?
Wir wechseln uns mal ab beim Speichern. Daran meine ich mich noch zu erinnern von vorher. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir vorher schon hier gewesen sind. Das ist Schleuse. Das ist das nicht die Kanalisation, aus der wir gekommen sind? Ja, oder? Ich glaube, wir sind hier falsch. Boah, das ist... Wir haben das letzte Mal, glaube ich, Anfang Juli gespielt. Oh, hier ist eine Kiste. Lord Captain Hallöchen, schön, dass du da bist. Mhm. Okay, ich habe hier nichts Interessantes drin. Ich guck mal nochmal, weil ich wirklich gar keine Ahnung habe, ob die Ada mit dem Fahrstuhl gefahren ist. Aber ich meine, sie ist hier gewesen. Sie hat das Teil hier doch zum Explodieren gebracht. Hier komme ich nicht lang. Ich bin ein bisschen lost. Also wie gesagt, Anfang Juli haben wir es das letzte Mal gespielt. Wir haben jetzt Ende August. Okay, nee, ich muss doch da lang. Okay. Ich dachte... I'm so sorry. Dann also doch hier lang. Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe vielleicht? Nee. Was haben wir denn waffentechnisch? Genau, die Schotte ist für die Notfälle, für die großen Viecher. Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber ich habe ein bisschen Angst. Das sieht ein bisschen... Das riecht angenehm. Ja, das glaube ich. Das sieht ein bisschen aus wie der Tunnel, wo wir dieses Riesenkrokodil hatten. Oh, großartig. Was ist da? Da kann ich etwas reinmachen. Da was zum Drehen. Okay, das werde ich dann wohl brauchen, um hier hinzukommen. Also werden wir genau dieses Teil jetzt suchen. Okay, und hier gibt es auch Zeug, das wir übersehen haben. Oder was wir entdecken können. Hm. Also so rein vom Gefühl her, hier gibt es eine Treppe, gehe ich erstmal nach rechts, weil der beleuchtet ist. Und ich meine, dass ich von links Geräusche gehört habe. Outlast Feelings. Ich weiß ja nicht, ob ich die Geräusche mache, weil ich hier durchs Wasser warte. Oh Gott, es kommt bestimmt gleich ein Jumpscare.